Shalom, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Botschafter. In diesem Video versuchen wir zu beantworten die Frage, ob wir in der Hölle kommen, wenn wir nicht an die Dreieinigkeit glauben. Es gibt im Internet kuriose Prediger, selbsternannte Erweckungsprediger, wie sie sich so nennen. Ich sage, die nennen sich Erweckungsprediger, weil sie einfach eine Lüge erwecken und behaupten, dass wenn man nicht an die Dreieinigkeit glaubt, in der Hölle verbrennt. Alle, die an die Dreieinigkeit und die Dreieinigkeit ablehnen, kommen in der Hölle. Und somit verurteilt er alle, die nicht an dieselbe Lehre glauben wie er. Nun wollen wir das anhand der Bibel und das Wort Gottes beantworten und schauen wir mal, was unser Herr, der Messias, über diesem Thema sagt, wer überhaupt in der Hölle kommt. Ob der Messias wirklich behauptet hat, dass man in der Hölle kommt, wenn man an die Dreieinigkeit nicht glaubt. Oder ob es überhaupt ein Indiz gibt zu irgendetwas. Und ich will mich bewusst konzentrieren auf das, was der Messias sagt, weil der Messias unser Herr ist und er steht über allen. Und das, was er sagt, ist für uns Fundament und entscheidend und nicht, was so die Menschen um ihn herum philosophieren. Und ich will eigentlich in diesem Video nicht viel drüber sprechen, sondern eigentlich wirklich nur Bibelstellen zitieren oder vorlesen. Und was es eigentlich bedeutet. Und wir schauen ganz genau, was Jeshua sagt, wozu er warnt an seine Nachfolger, um nicht in der Hölle verbrannt zu werden. Und schauen wir mal, ob die Dreieinigkeit genauso mit begriffen ist wie alles andere. Wir fangen chronologisch durch. Wir fangen bei Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Vers 22. Beziehungsweise wir fangen bei 21 an bis 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Den höllischen Feuer verfallen. Schon wenn man seinem Bruder, du gottloser Narr, das griechische Wort heißt eigentlich gottlos. Wir dürfen niemand als gottlos bezeichnen, denn alle Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes erschaffen und wir dürfen sie nicht gottlos nehmen, weil es uns eh nicht zusteht, wer gottlos ist und nicht, weil wir können in die Herzen der Menschen nicht hineinschauen. Aber hier sagt Jeshua genau, das Problem ist die Gesinnung, die Verurteilung, die Beleidigung gegenüber anderen Menschen oder beziehungsweise einem Bruder, auch einen Gleichgesinnten. Wenn man ihn gottloser Narr nennt, ist man dem höllischen Feuer verfallen. Man wird in der Hölle verbrannt, wenn man schon allein einen Bruder als gottloser Narr bezeichnet. Und dieser Weckungsprediger hat nicht nur Narr genannt, gottloser Narr. Er hat uns dämonisch, satanisch ernannt und vor allem hat er uns in der Hölle verurteilt und das ist natürlich laut Evangelium auch verboten. Aber hier sehen wir, in diesem Vers hat Jeshua gesagt, schon allein die Beleidigungen bringt es uns in der Hölle. Kein Wort über eine Dreieinigkeit, nichts, was überhaupt ein Indiz sein kann, dass man eine Dreieinigkeit hineininterpretieren kann, sondern Jeshua spricht hier ein Verhalten gegenüber unserem gleichgesinnten Bruder. Also nichts über eine Dreieinigkeit. Weiter schauen wir Matthäus Kapitel 5 ab Vers 27. Ab Vers 27, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht
um sie zu begehren. Er hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines der deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in der Hölle geworfen wird. Jeschua spricht hier eine Gesinnung, wenn wir schon danach trachten und wir schon mit unserem Auge eine Frau begehren, sind wir schon das Gericht schuldig und werden in der Hölle verbrannt, wenn wir nicht unser Auge ausreißen und wegwerfen. Natürlich heißt es nicht wörtlich, dass wir unsere Glieder ausreißen sollen, sondern es heißt einfach, wir sollen dagegen ankämpfen. Wir sollen dagegen wirken. Wenn wir versucht werden, eine Frau zu begehren oder zu schauen, gleich wegdrehen und dagegen ankämpfen, beziehungsweise auch vermeiden, an Orte zu gehen, wo viele Frauen, jetzt auf Männer bezogen, wo viele Frauen vielleicht so etwas offener angekleidet sind, in eine Disco oder in einen Café, solche Orte vermeiden, damit wir nicht in Versuchung kommen und wir vielleicht mit unseren Gedanken, mit unseren Augen eine Frau begehren könnten. Und das heißt einfach, Jeschua meint, kämpft dagegen an. Es ist besser, dass ihr ohne ein Glied, dass ein Glied verloren geht und nicht das ganze Leib, weil sonst wird das ganze Leib in der Hölle verbrennen. Hier sagt auch Jeschua ganz klar, in der Hölle verbrennst nur, wenn deine Gesinnung so gesinnt ist und du in deine Gedanken immer nur sündigst und unmoralisch in deinem Wesen her lebst. Vielleicht nicht in der Tat selbst, aber im Kopf bist du immer unmoralisch und denkst immer an unzüchtige Sachen. Das ist eine Gesinnung, eine fleischliche Gesinnung. Und darauf sagt Jeschua, es ist gefährlich, man könnte den ganzen Leib in der Hölle verbrennen. Auch hier nichts über eine Dreieinigkeit, keine Rede, sondern in alle beide Stelle handelt sich über ein Verhalten. Wir springen auf Matthäus Kapitel 10, ab Vers 26. Matthäus Kapitel 10, ab Vers 26. So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finsternis sage, da redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr, den der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Hier geht's, Jeschua warnt, versteckt euch nicht, verkündigt, fürchtet euch nicht über Menschen, die euch töten können, sondern fürchtet euch vielmehr von Gott, der euch Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Ja, das ist auch eine Ansage, uns Mut zu machen, keine Furcht vor Menschen zu haben, sondern nur vor Gott, und wir das Evangelium verkündigen müssen, die Heilsbotschaft verkündigen müssen. Und wenn wir wahre Nachfolger Jeschua sind und wir Gott in unseren Herzen haben und Gott an Stelle Nummer 1, dann wird er uns auch diese Kraft und diesen Mut schenken, das Evangelium zu verkündigen. Und wir sollen uns nicht verstecken und Angst haben und sagen, lieber verkündige ich das Evangelium nicht, es könnte vielleicht gefährlich sein. Auch hier nichts über eine Dreieinigkeit, nichts über eine Lehre der Kirche, sondern auch hier geht es um ein Verhalten, um eine Einstellung zu Gott, wie wichtig ist uns Gott, und nicht über eine Lehre, beziehungsweise was wir darunter glauben. Also auch hier nichts über eine Dreieinigkeit, gar keine Rede. Matthäus Kapitel 23, Vers 33. Schauen wir, Matthäus Kapitel 23. Vers 33. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in eure Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Damit
über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel, dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Hier spricht Jesus auch nicht über eine Dreieinigkeit, sondern über eine, auch eine Gesinnung, zum, vor allem vor eine böse, billige, über einen Tod. Hier nennt er die Pharisäer hier Schlangen und Otterngezücht. Hier, die Pharisäer waren damals sehr streng, sie haben falsche Lehren verbreitet, sie haben Traditionen verbreitet, sie haben auch jeden verurteilt, die nicht so geglaubt haben wie sie. Sie hatten sich im Mittelpunkt gestellt und alle, die nicht so geglaubt haben wie sie, wurden genauso verurteilt wie unser Erweckungsprediger auf YouTube, auch jeden verurteilt, der anders glaubt wie er. Hier spricht Jesus auch nicht über eine Dreieinigkeit, auch hier geht es um sein, um dem Wesen eines Menschen, um die Gesinnung, um das Verhalten gegenüber anderen Menschen, die Nächstenliebe. Sprechen wir Matthäus Kapitel 25, Vers 41. Matthäus Kapitel 25, Vers 41, da heißt es, dann wird er auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engel bereitet ist. Hier spricht Jesus, hier macht er dieses Gleichnis, wie er urteilen wird, in seinen, wenn er wiederkommt. Er wird, hier hat er diesen Beispiel gebracht, ich war durstig und ihr habt mir nichts zum Trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir nichts zum Kleiden gegeben. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zum Essen gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mir nicht besucht. Und so fort und so weiter. Auch hier nichts über eine Dreieinigkeit. Hier spricht Jesus diese Nächstenliebe an. Wenn ihr keine Nächstenliebe zu den Mitbrüdern oder Mitgeschwistern oder Mitmenschen habt, dann werdet ihr den ewigen Feuer spüren. Auch hier spricht Jesus ein Verhalten an und nicht, ob ich an eine Dreieinigkeit glaube oder nicht. Jeschua war es überhaupt nicht wichtig, was wir als Lehre hatten, sondern er schaut auf unseren Verhalten, auf unsere Gesinnung, ob wir die Gebote Gottes, die Nächstenliebe, auch praktizieren. Denn das ist wirklich tatsächlich das Fundament unseres Glaubens, die Nächstenliebe. Die Liebe zu Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele und die Liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Das sind die zwei Gebote, wo die ganze Gebote implizieren, interpretiert werden, vor allem die 10 Gebote, und das ist für uns wichtig und nicht an welche Lehre wir erstmal teilhaben, vor allem in eine Lehre, die gar nicht in der Bibel beschrieben ist, sondern von irgendwelchen Kirchen und Konzile abgeschlossen worden sind, verbannt uns nicht in der Hölle, sondern das ist komplett erstmal unwichtig, sondern unser Verhalten, unser Wesen macht es aus, ob du in der Hölle kommst oder nicht. Wir müssen Jeschua in uns tragen und in uns verändern lassen. Wir sollen so ähnlich werden wie er und unser Verhalten muss sich herauskristallisieren, widerspiegeln. Sein Wesen, Christus, muss sich in unserem Leben widerspiegeln und genauso werden wie er. Nächste und letzte Stelle, Jakobus, Kapitel 3, Vers 6. Jakobus, Kapitel 3, Vers 6. So, Jakobus, Kapitel 3, Vers 6. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Unsere Zunge hat Einfluss auf unseren Wesen, weil wir durch unsere Zunge herauszeigen, herausstreben, was wir in unserem Wesen tragen. Wenn ich ständig andere Mitmenschen in der Hölle verbanne, weil sie anders glauben als ich, habe ich mit der Zunge bekannt, dass ich im Wesen gar nicht Jesus
ähnlicher mit. Wenn ich einen Bruder als behindert, Trottel nenne oder satanistisch oder dämonisch, habe ich mit der Zunge genau das getan, was Jakobus mich warnt. Und somit habe ich das Evangelium nicht wahrgenommen. Ich habe mich versündigt gegen den Herrn. Und genau das über Urteil sagt die Bibel auch, wir sollen niemand urteilen, damit wir auch nicht verurteilt werden. Auch hier sieht man, dass dieser selbsternannte Erweckungsprediger das Evangelium gar nicht kennt, ja, und dass es sich nur von Philosophien und Menschenlehre ernährt und die Bibel gar nicht wirklich so kennt. Ein ganz klarer Hinweis, prüft ihr die Schrift, Jeshua hat nie was davon gesagt, dass wir in der Hölle kommen, wenn wir nicht an die Dreieinigkeit glauben. Das ist ein falsches Evangelium, das ist eine falsche Lehre. Und Paulus sagt, verflucht sei der, der ein falsches Evangelium verkündigt. Ich hoffe natürlich, dass dieser Mensch nicht verflucht wird. Ich hoffe, dass sehr wohl, dass dieser Mensch zur Gesinnung kommt, dass Gott ihm wirklich die Wahrheit zeigt, dass er wirklich Christus in sich nimmt, in ihm wohnen lässt, durch den Heiligen Geist sich verändern lässt, dass er vielleicht wirklich die Liebe spürt, die er vielleicht sucht. Er glaubt vielleicht, er hat Liebe empfangen, hat es aber nicht, dass er sich im Wesen verändert und Christus in ihm Form nimmt, damit er stirbt und Jeshua lebendig wird in ihm und es in seinem Leben widerspiegelt. Ich wünsche Ihnen diesen Erweckungsprediger, selbsternannter Erweckungsprediger, sehr arg, dass wirklich Christus in ihm Form nimmt. Denn bezweifle, dass momentan Christus in ihm ist. Wir können nur für diesen Menschen beten. Es ist nicht der einzige Prediger. Es gibt viel mehr solche Prediger. Davon wollen wir uns entfernen. Wir wollen nicht verurteilend sein, weil andere anders glauben, ob sie an die Dreieinigkeit glauben oder nicht. Mir persönlich interessiert es nicht. Jeder nach seinem Gewissen und Erkenntnis. Letztendlich muss jeder vor dem Richterstuhl stehen. Und dann sich rechtfertigen, warum er glaubt, warum das gesagt hat und warum auch immer er diese Lehre vertritt hat. Und das steht uns gar nicht zu verurteilen. Und vor allem Brüder, christliche Brüder, Geschwister in der Hölle zu verbannen, nur weil sie anders denken wie wir, das steht uns gar nicht zu. Wenn wir das machen, ist Christus nicht in uns. Christus muss lebendig werden in uns und nach außen ausgetragen werden, es muss sichtbar sein und wenn wir verurteilen sind, dann ist Christus auf jeden Fall nicht in uns. Fazit, die Dreieinigkeit, wegen die Dreieinigkeit kommen wir nicht in der Hölle, ob wir daran glauben oder nicht, ist erstmal egal. In der Hölle kommt unsere Gesinnung, wenn wir im Wesen uns nicht verändert hat und wir und Gott in dir nicht Christus findet, dann kommst in der Hölle, ansonsten nicht. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, von solcher Erweckungsprediger auch zu warnen und nicht alles zu glauben, was sie sagen. Prüft alles anhand der Schrift und möge Gott euch segnen mit Wahrheit, mit Licht, dass ihr auch selbst ein Licht werdet für die Menschen, dass ihr eine gesunde Lehre vertreibt, dass die Menschen nicht in eine Knechtschaft bringt und auch nicht in eine falsche Tradition oder falsche Lehre, sondern dass ihr die Menschen da aufmuntert und auch baut, sich im Wesen zu verwandeln. Denn letztendlich geht es darum, sich im Wesen zu verwandeln. Aus einem fleischlichen Wesensart müssen wir zu einem geistlichen Wesensart. Und darum geht es. Und das ist die Aufgabe eines Christen, einem Nachfolger Jesus Christus. Und nicht, welche Lehre wir erstmal glauben, ob wir die Dreieinigkeit glauben oder nicht. Das ist erstmal unrelevant. Unsere Praxis des Lebens entscheidet, ob du Christus in dir hast oder auch nicht. Nochmal, ich wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Shalom.